Ja, hat man mich gehört, Chat? Ich guck mal rein. Ich habe jetzt erst das Mikro angemacht hier. Overlay-Option, Chat anzeigen, so habe ich mir auch angemacht. Fern schreibt, man hört gar nichts. Nein, ah, ich sehe den Chat. Nein, nein, nein. Hört man jetzt was? Ja, man hört jetzt Ja, jetzt was. hört Sehr man. gut. Okay. Ja, tut mir leid. Eieiei. Erstes Rennen mit der PS5. Aber Luki habt ihr, glaube ich, gehört. Ne? Das ist das Wichtigste. Luki habt ihr gehört. So, wer fährt denn gerade noch? Shadow Phoenix ist nochmal auf seiner zweiten Runde, ist aber ein Oh. bisschen weg von seiner schnellsten, halbes Zehntel. Aber er hat noch zwei Sektoren, also bleiben wir mal drauf. Und da kommt er jetzt hier runter. Den Berg ab, da den Bremspunkt treffen, schön gecuttet, das sah sehr sauber aus. Keiner den Und noch Sachen der noch Tobi ins fliegt Spuri. raus, der hat sich den F gehauen. Ja, da kommt sogar einer auf Lap, glaube ich. So, Phoenix war schneller, ich habe gerade Ja, nicht gesehen, wie viel. nein, nein, ist fast reingefahren, in ihn Glück gehabt. Vorletzte Kurve. Phoenix ist bereit, mal schauen, was er gefahren ist jetzt. Verbessere ich ganz leicht 9,5, ein Zehntel. ja. Geht die richtige Richtung für ihn? Ja, Polkurs sieht schwer aus, also 5 Zehntel von Malik, aber ich meine, für einen Front Row ist das erstmal sehr stark. Fern auch stark unterwegs und Luis Luis ist auch, auch ah, raus! ja, Die okay. gleiche Kurve wie. Wer war das? No Name Tobi. Ja, das ist tatsächlich dieselbe. Das ist nach der langgezogenen links die scharfe rechts. Wo du ganz eng an die Mauer musst, da kann man leicht mal zu früh einlenken und dann war's das. Fern ungültig, für ihn war's das auch mit der Runde.
Ja, der muss jetzt erstmal rein oder direkt noch einer fahren. Er fährt Eye anscheinend noch Drop einer. auch ungültig. Ja. Ja, es ist noch drin, also der wird nochmal fahren. Zwei Runden Knight fährt Sprit. jetzt mit RS. Wo ist Knight? Knight ist auf 9. Jetzt blinkt Er er ist immer wieder. noch langsam, ey. Was macht denn der Knight? Schau mal, da sind die Reifen sogar, ne? Man sieht das gerade kurz. Die beiden Reifen von denen, die sich zerlegt haben, sind da noch. Hoffentlich sind die geghostet und da fährt keiner rein. Ja, werden geghostet sein. Ui, Knight wirft es fast weg. Fängt es aber noch. Kleine So. Schrecksekunde für den Red Bull-Piloten. Eyedrop ist wieder. Ja, Eyedrop Turn 1. Zweite Hotlap. Auf diesem Run würde ich sagen. Temperatur sieht man schon, hohe 100er. Also wird er jetzt eigentlich ein bisschen schneller sein. Ein bisschen langsamer gerade anscheinend. Also 30.000, aber wie gesagt, zwei Sektoren sind noch vor ihm. Die eine war ja noch ungültig. Die hat er ja abgebrochen gehabt, also kommt noch das meiste. So, auch toll gecuttet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. 1,5 Zehntel schneller. 51,7 bisher. Schön wieder über den Curb gebrettert. Und jetzt durch die vorletzte Kurve. Macht sich hier bereit, den Schwung mitzunehmen für die letzte Kurve. Nicht einhaken mit den Hinterreifen und dann geht es da schon los mit DRS-Fähren. Einfach auf 3, ja. Fähren ist schnell. So, das ist eine 1,97 für den lieben Eyedrop mit abgenutzten Reifen. Selbst Niklas kommt rein, um zu coachen. Ist ja heute mehr als genug Platz da. Was macht denn eigentlich der Knight? Knight ist jetzt auf Hot Lap. Ja, wurde ja mal Zeit. Ein Zehntel Verbesserung. Ja, mit Tankerzeige blinkt, Er kann hat abbrechen. wieder abgebrochen. Was ist denn los? Ja, er hat Der hat keinen Sprit abgebrochen. mehr. Der hat keinen Sprit mehr. 0,8 ist im Display. Also in der Runde würde er noch schaffen. Klar, Inlap wäre ein bisschen kacke gewesen, aber. Das Wichtigste ist erstmal eine Runde zu setzen, oder? Das Oh, sieht Hot gerade nicht gut aus. Chocolate. Kriegt der Rear Locking in der letzten Kurve. Slidet ein bisschen, verbessert sich, glaube ich nicht. Na, minimal. Doch ein bisschen. Reveal Tim auch noch mal auf einer Runde. Ja, Tim, eigentlich auch einer, der ganz gut vorne mitfahren kann. Ja. Oh, da stand der Williams noch. Sollte aber nicht abgelenkt haben. Vorletzte Kurve, wieder Schwung mitnehmen. Und Tim sollte jetzt die Runde schaffen. Ja, sieht gut aus. P5. Ja, da wo der gerade lang gefahren ist. Eyedrop rollt aus, der hat kein Benzin mehr, guck mal, der Vollgas fährt aber nicht mehr als 50. Ja, das ist der Sprit. Das ist der Sprit. So, ganz kurz, was ich sagen wollte, an der Startziel ist in echt so, wenn man da gerade wie der gute, wer war denn das nochmal, Tim so weit schön innen fährt, um ein bisschen Zeit zu sparen, so ein Display in echt, dass da steht, jemand kommt gerade aus der Box raus. Und hier im Spiel hast du es leider nicht. Und wenn du da so weit innen fährst, um Zeit zu sparen und einer kommt aus der Box, du weißt ja, Luki, gestern, wie das bei dir war, ne? Das war ziemlich knapp, ja. Ja, du bist da Fern fast kam da einen aus der reingebrettert. Box, aber im Genau. Rennen. Fern kam raus und ich war in, weil ich Ja. bisschen verteidigen wollte. Ja, bin ich fast Das war knapp. reingefahren. Das war knapp. Also ich würde mir echt wünschen von EA, dass sie das mal reinbringen. Dieses kleine Display, was da steht und mir sagt, okay, pass auf, vor dir ist gerade einer, der rauskommt. Nicht so weit infahren. In dem Moment. So, Jonas fängt gleich an. Die erste Knight Runde hat auf noch Soft. einen Schuss. Ja, nein, muss Gas geben, Lucky. Ne? Knight hat bis jetzt gar nichts gemacht. Der muss gleich auf jeden Fall kommen. Aber ich glaube, weiß nicht, ob das jetzt die größte Herausforderung für ihn ist. Fährt auch schon raus. Ich schau mal kurz, die WM ist das denn? Ja, Knight ist sogar WM-Leader. Gerade ist er 5 Punkte vor Marlon, aber Marlon ist auf dem zweiten Platz. Und gerade deshalb sollte jetzt Knight wenigstens versuchen, vor Marlon zu kommen.
Phoenix müssen wir auch mal loben, ja. Aber nee, nicht loben, weil das macht eigentlich eher so Pech. Und Brian raus! Turn 1! Ja, hat den Perez Angeschlagen. gemacht. Wahrscheinlich auch was hier bekommen, ne? Gehe ich mal von aus. Übersteuern bekommen, über den Körb geflogen und in die Wand. Ja, wen haben wir gerade beobachtet? Das war doch der Mercedes von Jonas, ne? Da ist er. Jo. Boah, Der mit fährt gerade Verkehr. mal viel Verkehr. Ja. Hilft nicht. Ne, das tut's nicht. Kommt aber gut durch. Ja, aber der Ferrari vorne muss auch ein bisschen mitarbeiten. Ah, jetzt Platz machen ist schwer. Wenn ich die Ferrari, würde ich jetzt schnell auf meine Hotlap gehen. Wenn ich den mir blockiere, macht er auch. Ja, sehr schön. So kommt ihr aber sehr gut durch bisher. Schwung für die letzte Kurve. Boah, das war knapp. Das war knapp, wirklich. Also. Ja, aber das macht so ein Benz-Fahrer aus. Das sehen wir jetzt auch an der Zeit. 9,7, spring nach Aber vorne. es ist knapp zur Verteidigung. Schau mal von 7 zu 4. Das ist keine Zehntel, also man nimmt sie Nee. nicht übel. Fährt jetzt auch dieselbe Zeit. Ne, der ist in der Box, ne? Phoenix drückt seine Runde nochmal mit dem Zehntel. Oh. Im ersten Sektor nur. Reicht aber Gucken erstmal wir nur für P3, ne? Hafenschikane. Muss ein bisschen mehr jetzt raus. Ganz eng gefahren von Phoenix. Geht da Tunnelblick, volles also. Risiko. Absolut. 1,5 Zehntel sind es jetzt. Guck dir das an, der jagt den Alpin da durch. Macht das besser draus, ne? Jetzt Zack. gute Rausbeschleunigung. Die Traktion muss stimmen, die Ja, stimmt top. auch. Sehr Ohne schön. Quersteher, das wird eine gute Runde für ihn. Ja, wird 9,3 aber. verbessert sich. Und fern ist der Nee, raus. retired. Das ist. Der hat nur retired in der Box. Ich schaff keine Runde mehr. So, Eyedrop nimmt Schwung. Und Knight hat's ERS an. Schieß los. Ja, Eyedrop auch. Ist Knight schon auf Lap irgendwo, oder? Jo, und hat den Teamkollegen direkt mit im Schlepptau, den Malik. Wir bleiben auf Night. 2 Zehntel Verbesserung reicht gar nicht erstmal. Ui, Also. und Tiborg schlägt an der Wand an. Ui, nein, dass ich Knight erlebt! ist raus! Oh, der Teamkollege Und Malik auch, fährt ihn hinten rein. auch! Beide Oh Red Gott! Bull stehen da in der Schikane. Ihr müsst das klippen, Leute, ihr müsst das klippen. Klebt das und schickt das rein. Das gibt's nicht. Schon wieder ein Fehler in der Quali von Knight. Nicht Oh das erste Gott! Mal. Ach du Ende aus für Scheiße! Knight. Mit Glück startet er von 11, wenn Tiborg das nicht toppt, was er nicht tut. Das Knight wird er von toppen. 11. Das wird er. 10-3 toppt das safe. Tiborg ist in der Box. Hast du das Der gesehen, toppt Luki? nix. Beide Ja, ich war 1-1 auch denselben drauf. Fehler, ne? Ganz Beide minimal. schlagen ihn an. Oh, Scheiße. So, Das Eyedrop kommt. gibt's doch Hafenschikane nicht. gerade. Also, Eyedrop ist, glaube ich, auch gerade schneller. Haben wir nicht ganz drauf geachtet. Alter, um Drei 2,5 Millionen einfach. Zehntel. Ja, Mann, 3 Millionen weg. Oh, erst zweiter Sektor lila von iDrop. Ja, sehr schön, sehr schön. Muss Phoenix schlagen, ne? Die sind echt identisch, was Pace angeht. So, der ist an. Wir schauen Ich gleich auch glaube, auf der Chucky. Sektor war zu langsam. Ne, Naja, Vierter. Schiebt Jones okay. zurück. Was macht der Aber Teammate? Jones kommt. Ne, Jones zu langsam Invalid. Chucky Reveal auch Tim mal mit schneller, zwei ne? Zehnteln. Chucky ist noch mal schneller als der Teamkollege im zweiten. Hat er auch lila. Was schafft er? Kann er da irgendwie mitspielen? Ja, kann er P3 vor Phoenix. Jetzt kommen hinten noch mal ein Ferrari. Glaube ich. Ja, Marlon ist fertig. Zweiter. Und dann kommt Tim. Tim wird Achter. Hätte mit der Runde einfach Dritter oder Vierter werden können. Knight hatte 6 Zehntel Verbesserung, schreibt er. Der kocht unter seinen Helm. Ja, auf Das jeden kann ich dir Fall. versichern. Und die Pole geht an Malik. Ja, Mit mit einer der Banker, ne? Nee, 1,90. Quatsch. 1,3. Aber er war, man muss sagen, von Anfang an Erster. Hat eine Banker gesetzt. 9,5, glaube ich, oder? 9,4, 9,3. Und ist dann dabei geblieben. So, ich mach trotzdem meinen Laptop raus, weil die Nachrichten verschwinden immer. Zu wenig Informationen hier, ne? Ich bin jetzt wirklich gespannt. Knight muss von hinten jetzt So. kommen. Also Es ganz wird ehrlich, spannend. er kann zufrieden werden, wenn er bei so einem Gritty Bob Fünfter wird heute. Hand aufs Herz. Ich sag mal so, wenn der Safety Car ungünstig kommt für Andro und für Knight gut, dann kann es auch mal ganz schnell gut für ihn ausgehen. Ja, auf jeden Ich Fall. erinnere dich nur dran, wo ich mir gestern Flügel angehauen habe, in die Box musste und 2 Runden später kam Safety Car. Ja, es kann passieren. Man darf aber nicht vergessen zur Verteidigung von Liga 1. Es ist immer noch Liga 1 und Liga 1 ist halt aktuelles Liga 1. Niveau top. Also wirklich, die sind auf einem anderen Level einfach. Und ja,
Dass die so viele Fehler machen wie bei uns in Liga 2, bezweifle ich. Aber es kann natürlich passieren, das ist immer noch Monaco. Hier ist alles scheiße eng. Ja. Warten auf Spieler. Boah, der Teamchef wird kochen, ne? Der Mirko. 3 Millionen Euro Schaden innerhalb von 10 Sekunden oder so. Also ich glaube, Schadensbegrenzung ist, dass Malik die Pole hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, sein Schützling Knight, Hier ist erklärt nochmal. da könnte er sauer sein. Das gibt's nicht. Das ist. Hier, ich markiere dich auch nochmal drauf, Luki. Ach komm, mein Laptop macht jetzt keine Faxen hier. Steht seit 20 Minuten, wird heruntergefahren, weil ich den davor zu früh zugeklappt habe hier. Scheißhaufen. Der Cheater ist da schon wieder, Digga, willst du mich verarschen? So, gleich wird gestartet. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Minuten. Was man weiß, es wird sehr eng. Ja, scheiße. Ja, Chat, das wird wohl dauern mit dem Stream, also bis ich die Kommentare öffnen kann. Ansonsten gucke ich so lange mit dem Handy. Ja, machen wir einfach. Haben auf jeden Fall guten TikTok-Content Auf jeden nach Fall, diesem ne? Crash. So, jetzt kann ich doch Beide den schlagen wechseln. in ein, hintereinander. Das gibt's nicht. Ja, das stimmt wohl. So. Es hat schön endlich mal zu streamen und hier zu sehen, Quelle 1000 noch was. Wurde immer Zeit. So, Formation Lab für die Herrschaften. Strategie, Medium, Hard Medium. Runde 21 in etwa. Das ist die Schätzung von Pirelli. So, wir stellen alles ein. Rundendaten aktiviert. Telemetrie machen wir aus. Wir schauen die Reifen an. Und machen erstmal Intervall. So, wir sehen hier ganz klar eigentlich 90% des Grids auf Medium. Und dann haben wir Tim, Noname, Tobi, Luis und Brian Rapstock mit Hart. Eher die Leute, die etwas weiter hinten starten. Tim macht das irgendwie ein bisschen riskant, ehrlich gesagt. Mit Hart mitten im Mittelfeld. Aber man darf nicht vergessen, es ist immer noch hier Monaco und überholen ist alles andere als leicht. Ja, Malik führt das Grid an, hat die Pole Position geholt, ganz entspannt würde ich sogar sagen. Also hat da keine große Sache draus gemacht. Marlon wird auch mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Hauptsache der WM-Leader ist ganz weit hinten außerhalb den Punkten. Ja, dann haben wir Chocolate auf der zweiten Startreihe dahinter, direkt Phoenix. Und dann iDrop. Also ich sag's immer wieder, die drei Leute sind so dermaßen ähnlich, was Pace angeht. Und das zeigt sich hier Woche für Woche. Ja, dahinter haben wir Jones, Ferrari, COO. Auch mit einer Top-Runde. Wird auch ganz gute Punkte mitnehmen, wenn das so lässt. Ivo Patrick ist der Teammate von Phoenix, der gerade ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, in der Tasche von Phoenix ist, weil Phoenix aktuell einfach in Top-Form ist. Dann haben wir Tim auf 8. Auf 9 haben wir Ferhan, der gestern halt auch die Pole hatte in Monaco. Und Jonas. Ja, und dahinter nochmal Knight, der WM-Leader auf P11. Der es sich ganz schwer gemacht hat heute mit seinem Crash. Malik dürfte sich theoretisch gesehen sogar den Crash erlauben. Weil er sowieso eine Top-Runde hatte. So. Positionsveränderung machen wir schon mal. So, ist der letzte da? Der letzte, ja, ist jetzt drin. Wir machen uns bereit für den Start. So, wir warten auf die Lichter.
Ich lasse dich das mal in Ruhe machen. Ja, da sind die Lichter und gleich geht's los hier in Monaco. Wer wird den besseren Start haben, Marlon oder Malik? So, es sieht gut aus für den guten Malik. Der kommt ganz gut weg, der Ferrari-Pilot kann nicht angreifen. Hinten auch sauber, obwohl iJob kommt, versucht hier an Phoenix vorbeizuziehen. Müssen das ganz sauber machen und es bleibt sauber. iJob lässt ihn erstmal ziehen. Hinten auch alles sehr gut, keine Kollision bisher. Nein, schon auf 10. Neid auf 10, Top-Start gehabt, an T-Box sofort vorbeigezogen. Oh, schlägt an. Oh, nicht, dass er Schaden hat. Doch, ich glaube, da fehlt eine Klappe, oder? Nee, oh, da hinten! Oh Gott, oh Gott! Da fliegen Flügel. Das war jemand. Fern schon wieder Flügelschaden, wie gestern. Fährt jemand hinten drauf. Ja. Dann Kettenreaktion. Ich glaube, ja, er hat Schaden. Neid Jonas ist noch auch. Gut davon gekommen, ist jetzt direkt neben Tim im Tunnel. Oh ja. Von der Side-by-Side und berührt sich leicht. Vorsichtig, Männer. Jetzt durch die Schikane durch Neid steckt zurück. Schön gemacht. Passt auf sein Vordermann ein bisschen auf. Beide Mercedes haben übrigens, glaube ich, Flügelschaden, ne? Beide sind hinten. Boah. Und der T-Bock hat auch. Oh, dem fehlt alles. Liegt es bei Ferhard, der klatscht an. Flügel komplett weg. Eieiei. Das gibt's nicht, der Typ hat so viel Pech, schlägt schon wieder an. Ja, aber virtuelle Safety Car, das rettet die beiden so ein bisschen, ne? Und da geht wer in die Box, ist, ich sehe es nicht genau, wer es ist. Fern geht in die Box, iDrop auch. Oh, nee, nein. Das ist nicht gut, also viele haben Schaden geschluckt, ne? iDrop da muss es gekracht haben, ne, zwischen Phoenix iDrop und iDrop. Geht nicht für einen Flügelwechsel, sondern zieht sich die Harten auf. Ein strategischer Aber er kann Start. Nicht fahren, er kann nicht fahren. Doch, 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 das ist ein Fehler. Danke, ist ein Fehler. EA, schon wieder. So, was auch ganz interessant ist, wo man sich ganz schnell eine Strafe holen kann. Die Boxenausfahrtslinie, die schöne gelbe Linie, die man hier sieht. Oh, das war schon eine Verwarnung bei Tim. Das war eine Verwarnung. Und Knight mit dem Bombenstart auf 7. Ja, der hat 4 Positionen gegaint. Ich würde mal sagen, der Sieger des Starts erstmal. Ja, Chocolate auf 3. Julian ist auch gut nach vorne gekommen. Chucky auf 3, ja, ist jetzt auf Podiumkurs, ne? Hat seine Position behalten, ganz locker. So, jetzt müssen wir mal kurz Twitch öffnen. Auf dem Laptop. So, wir warten auf den Flaggen. Wir wissen ja, wenn das virtuelle Safety Car ganz am Anfang kommt, zieht sich das gerne mal so ein bisschen, ne? So, hier GFL. So, Chat ist online. Ich kann alles mitlesen. Ja, Werbung kommt auch sofort. Kann man nicht meckern. Es geht los, wir haben grüne Flaggen. Marlon schön im Heckflügel von Malik. Ja. Ich würde sagen, pace-technisch her würde ich Chocolate und Phoenix da mal machen lassen, aber ich glaube, da vorne mit dem Mogeln wird schwierig erstmal, außer die Fighten. Ja, das VSC geht jetzt auch rein und damit ist das Rennen wieder eröffnet. Tim in der Box. Genau. Tim in der Box hat wahrscheinlich auch irgendwas mitgenommen. Jo. Flügel. Rechte Endplate fehlt. So, Männer, wie ist die Qualität eigentlich jetzt auf PS5? Und Schreib Julian raus! Oh, gleiche Kurve wie in der Quali. Und jetzt fährt der iJob lang. Achtung! Ah, guck ja, mal. Wie in der Qualifikation steht er da? Für iJob, ist das gut eigentlich? Das ist wieder ein virtuelles, das ist nicht gut, ne? Nee, aber sagen wir jetzt mal so, wir wissen ja gestern, dass die harten Reifen ziemlich lange halten. Oh ja, das geht schon. 20, 25, ja, 25 wird schwer, aber... Und, ja, sollte iDrop dann an allen vorbeifegen, was definitiv mit dem Abstand jetzt möglich wäre, und wenn er da ein bisschen aufholt, weil die Fighten da vorne, die können nicht so schnell, und er hat Clean Air, wenn er aufholt... Ja, das stimmt. Und dann voll. Vielleicht die anderen in der Box fahren, er 3-4 Runden länger ziehen, Safety Air kommt, ist er der glückliche Gewinner. Okay. Und er hat den kleinen Reifenflüsterer Chocolate am Teamfunk. Die können sich auch nochmal gut verständigen. Der ist übrigens auch in die Box abbiegt, der Chocolate. Holt sich auch die Das ist Reifen, der Nachteil. Das ist der Nachteil. Aber Phoenix bleibt, ne? Phoenix Yo. Vertraut auf Alpine, auf die eigentliche Strategie. So, Julian ist raus. Ein sehr schwaches Debüt, um ehrlich zu sein. Das ging ganz schnell. Ja, Kasune, warum ghostest du dich auf Discord? Ja, okay, ich weiß Bescheid, Männer, mit der Qualität. Dankeschön. Soll alles top aussehen. Das sieht doch sehr schön aus, ne? Wow. Gänsehaut. Hab da die Überweisung gemacht. Hoffen wir mal, aber ne, bei Chocolate und den anderen gab's bei VSC keinen Bug. Nein, ist raus! Nein, ist raus! Das Im gibt's Safety nicht! Car! Im Safety Car! Gleiche Kurve wie Julian! Malta Maria, was machen die Männer denn? Und Achtung, die Williams! Ach, Vorsichtig, Gott. Männers!
Ja, man sieht's aber, Chocolate ist jetzt vor seinem Teammate Der erstmal, Weltmeister scheitert in den Kurven von Monaco. ne? Im virtuellen Safety Car Restart sogar noch. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und damit hat er eigentlich ganz klar schon die WM-Führung weggeschmissen. Also, das ist eine klare Sache. So, jetzt müssen wir gucken, die Teamkollegen unter sich, was machen sie so Schönes? Mirko schreibt nein, ja, das ist schmerzhaft. Nicht Knights Tag heute. Nicht Knights Tag. Mal gucken, was die Teammates gleich machen werden. Phoenix zieht vorbei, weil Malon in die Box geht. Warum boxen die denn alle so früh? Hat Malon Schaden? Nee. Im Safety Car zerlegt sich Knight. Das war sogar der Restart, also da wollte er ein bisschen Gas geben. Das ist ja die ganze. Guck mal, das war an der Stelle jetzt hier beim Rausbeschleunigen. Da rechts. Und da schlagen sie gerne mal ein. Ja. Bekomme hier gerade Insider-Informationen. Knight hatte sich nicht konzentriert und hat auf sein Delta geachtet. Ja, okay, Dann gut. kam die Innen- und gleichzeitig die Außenwand. Ist mir gestern fast auch passiert. Also, Snipes Niklas hat sich zerlegt. Ich habe geschaut, wer sich zerlegt hat. Und plötzlich Tim war mein geht in Flügel die weg. Box, er flügelt schon wieder weg bei Tim. Ja, der wird retiren. Also nochmal wird eine Überrundung, das wird nichts mehr. Ja, auch nicht sein Tag heute. Ja, für Okay, Tim fährt Monaco brauchst da. du viel Nerven, ne? Da brauchst du ganz Tim viel fährt. Nerven. Musst du wirklich die ganze Zeit dabei sein. Knight wirft das Auto weg. Ja, Phoenix sieht sein Podium jetzt, ne? Ich glaube, der will das behalten. Yellow Flag, das Hintengelb, das ist. ist ein Ferrari, das ist ein Ferrari, das ist Marlon! Oh Gott, was ist denn da Der passiert? Flügel ist, ich sehe es nicht, wir sind im Tunnel, der Flügel ist weg, die Kaputt. rechte Endplate! Ja. Die rechte Seite. Mir ist gerade was aufgefallen. Mir ist ein Fehler passiert. Die VIR wurde gar nicht aufgelöst. Die GSP wurde aufgelöst. Es war eine Fake News. Korrekt. Hättest du mir ja sagen können. Oh, Oh, ja, das war's. Das gibt's Das nicht, das gibt's macht ein nicht. bisschen offener Alle für mehr Podium, ne? Top-Leute machen sich selber kaputt. Ja. Und du meinst noch, Liga 1 ist vorsichtiger. Ja, in dem Nee, Fall sieht's nicht heute so das aus, ne? Gegenteil. Ist die Ja. Frage, retired Marlon? Ja, das war's. Er Der retired, Ferrari okay. ist raus. Aber ich Die find's ein beiden bisschen lächerlich. WM-Anwärter stellen das Auto ab. Ich find's ein bisschen, sorry, aber ich find's peinlich sogar. Jetzt schon zu retiren. Ja, wie man's nimmt, ne? Ich meine, man ist im WM-Kampf und Punkte sind mehr als nur drin. Warum gibt man denn jetzt schon auf? Aber gut, jedem das seine. So, man sieht's, Ivo ist mittlerweile auch dran, auch nicht weit weg vom Teamkollegen. WM-Kandidaten haben Probleme in Monaco. Ja, anscheinend schon. Perfekt für Andrew, ja, das stimmt, ne? Andrew heute wieder nicht dabei. Marlon, nächste Info. Marlons Lenkrad hat Probleme gemacht. Okay, dann ist es was anderes. Dann ist es was ganz anderes. Deshalb hat er auch so stark eingeschlagen. Gerade da ist was kaputt und Malik fährt ganz komfortabel da. Den interessiert eigentlich fast gar nichts mehr. Ja, so eine Frage, was dauert denn so ein Boxenstopp hier in Monaco? Was denkst du? 21, 22 Sekunden. Das heißt, wenn wir mal kurz auf Leader stellen, wird Chocolate und Eyedrop mit Abstand sogar vorne sein. Die werden locker 3 bis 5 Sekunden Abstand haben, wenn die anderen sich entscheiden, die Box zu fahren. Also die Strategie ist, glaube ich, ohne Scheiß on point heute. Es ist ein bisschen Risiko, weil sie sich auch irgendwie riskieren zu overcutten irgendwann. Ja, aber guck dir das mal an. Eyedrop hängt hinter Chocolate. Chocolate kommt gar nicht auf Pace. Ja, die werden tauschen. Also wenn es wirklich nicht anders geht, tauschen die. Ja, die beiden sind ein super Team. Ist uns in der Vergangenheit Ja, schon auf aufgefallen. jeden Das ist Fall. wirklich stark. Ja, absolut. Und dann ist die Strategie, also wenn die aufgeht, Props Ja. an die Mercedes-Strategieabteilung von der Absolut. Benz-Schmiede. Ja, aber jetzt ist Eindruck wieder ein bisschen zurückgefallen, ne? Also, ja, die machen das gut, ne? Die attackieren sich nicht, sie machen es ganz entspannt. Wissen, sie werden nach dem Stop hier vorne sein. Das Einzige, was sie ein bisschen nerven würde, wäre, glaube ich, ein Boxenstopp. Weil das nimmt den Abstand, den sie dann hätten bei der Strategie, so ein bisschen weg. Ich gehe auf Nachrichten. Auf einmal steht ganz oben rechts eine kleine Nachrichtenanfrage. So. Ja, Würde die ich jetzt nicht beiden. wissen, da ich war vorhin ein bisschen beim Training von den beiden dabei. Ich Und? könnte mir vorstellen, was die am Ende noch vorhaben, aber ich sag jetzt nichts, weil ich nicht weiß, wer zuguckt. Ja, keine Informationen hier liefern. Oh, ein Drop! Verliert das Oh. Auto fast! Muss Gar nicht drauf extrem gegenlenken. geachtet. Abruptes Übersteuern bei Williams.
Aber Evo Patrick alles müssen wir auch dran. mal loben auf 4. Ja, meinte ich gerade, er ist ja fast am Teammate, ist sogar im DRS so gesehen vom Teammate. Ja, hat sich da aber, glaube ich, die erste Warning geholt. Ja, das kann passieren. In Monaco, wenn man da wirklich am Limit sein will, passiert das mal, dass man so ein bisschen weit rauskommt. So. Auch schön gekartet, aber hier wirst du nicht so schnell vorbeikommen. Also Phoenix hat, auch wenn er es jetzt, glaube ich, nicht glauben mag, er hat es ganz entspannt. Ja, wie man es nimmt, ne? Dann bist du einmal zu entspannt, da fliegst du in die Wand. Ich würde jetzt mal so grob sagen, ich war gestern nicht unter Stress, als ich mein Auto rechts an die Wand geditscht habe. Das ist kurz blinzelst du vom Bremspunkt und Oh dann war es auch schon. ja, kurz, also wirklich den Kopf, denk kurz nach und das war schon. Du darfst wirklich in so einer Situation nicht nachdenken. Du Ich habe mir das bei brauchst. mir gestern nochmal angeguckt, ne? Ich habe gerade auf den Abstand geguckt, wie weit du hinter mir bist, ne? Und zack, war ich rechts an der Wand. Also das Ja, ist ja. Wie weit nicht war zu ich weg? spaßen Eine damit. Sekunde, glaube ich, ne? So im Ja. DRS-Bereich. Ja. Ja, es ist halt wirklich, man guckt einmal, man blinzelt einmal, man guckt kurz zur Seite und das war's schon. Yellow Flag Und da und Tim ist hinten, Tim raus. ist raus. Safety Car. Er steht mitten auf der Strecke, es wird ein Safety Car geben. Wenn nicht, können die Williams Wo eigentlich steht denn der? heute religiös werden. Ja, in der Hafenschikane. Ja, und die Williams können Eieiei. heute schon eine Religion annehmen, glaube ich. Falls sie nicht an Gott glauben. Weil das war so eine Sache, die haben jetzt gerade richtig Glück gehabt. Was Strategie angeht, ne? Schau mal, die kommen immer näher, Luki. Ja. Ja, die sind schon. Wobei 18 Sekunden jetzt. Die haben sogar. Haben sie verloren oder bilde ich mir das ein? Waren sie gerade eben 12 11. Sekunden? Nee, von Chocolate zu Evo Patrick's waren es 12. Der hat 14 Les aufgeholt auf der Runde. Aber ich hatte davor auch auf Führende. Ehrlich gesagt. Also Intervall ist Chocolate jetzt gerade 11,5 So. von Evo Ja, dann Patrick's kann es weg. sein, dass ich mich vertan habe. Ja. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay. 18 Sekunden. Ja, der wird, die werden vorne sein, ganz klar. Die werden Das das wäre was, anführen. Williams Doppelsieg. Ja, aber man darf nicht vergessen, ne? Da haben die anderen frische Harte. Eitor Ja, blinkt, stell dir ne? die andere Frage, wo willst du hier wirklich wohnen? Ja, das ist auch so, ne? Und Klar, und jeder wir muss noch mal. wissen's, letzte Saison ist ja kein Geheimnis, dass Aljob wirklich weiß, wie man hart, aber fair verteidigt. Und Oh ja. wäre ich jetzt ein Malik, der vielleicht nach diesen Rennen um die WM mitkämpft, würde ich jetzt nicht versuchen, Aljob auf Krampf den ersten Platz wegzunehmen. Das würde ich sein lassen. So, jetzt wird die Frage gestellt, wie lange hat Phoenix kein Podium mehr geholt? Wir schauen mal nach. Die letzte Season war, meine ich, ja, Season 6. Thailand nicht, Ungarn nicht, Belgien Preseason, nicht. glaube ich. Ja, also so offizielle Rennen würde ich sagen. Imola nicht, Spanien nicht, Bahrain auch nicht. Wo hat denn. Phoenix hat doch in der Season ein Podium gehabt. Warte mal. Italien, wir machen mal so. Wir gehen auf Phoenix. Nee, der hatte kein Podium in der letzten Season. Ei. Oi, das wusste ich gar nicht. Season 5. Schauen wir mal kurz. Wir gucken nach ganz hinten. Abu Dhabi. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ach du Kacke. Italien auch nicht. Belgien! Belgien in Season 5. Das ist Boah, zwei soll sonst Seasons her. her. Ja. Das war Da, wo eine Wechsige Season. Weltmeister wurde im Ferrari. Ich hab. Nein, Digga. Hab mal eine Kohle, hab ich geschüttet. Ah, das ist nicht so schön. Also Gleich man darf nicht vergessen, das letzte Podium von Phoenix ist daher, wo Bergziege die WM geholt hat. In der Season und dann in Belgien, das war irgendwann in der Mitte des Season, ne? So, ja, in der Mitte, kommt hin. Es war. Was? Nein, 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 hat er nicht. Hat er nicht, es war kein Podium anscheinend. Spa, ich meine, in Belgien hat doch sogar. Das war doch das Rennen, wo wie heißt das, Chocky diese Bomben-Performance hatte. Im Sprintrennen die Pole geholt hat. Und dann im Hauptrennen, ne? Doch, doch. Fernbox. Fernbox versucht irgendwie Jonas, 3 vielleicht Sekunden. Hat einen Flügelschaden nach. Flügelschaden. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Bei ihm läuft's nicht. Also, Ferhan ist so ein Fahrer, der wirklich sehr schnell ist, aber konstant einfach nicht so beherrscht aktuell.
Das hört ein Fahrer nicht gerne, aber ich finde, als Kommentator muss man so eine Frage irgendwann stellen. Suppe, glaubst du, dass es Pechbein ist oder denkst du, es ist einfach mangelnde Konstanz? Also Viele reden immer von Pech, aber so wir oft Pech müssen ja und respektvoll Kinnair? bleiben. Wir müssen ja respektvoll bleiben. Ja, das Man ist darf ganz nicht klar. vergessen, dass Ferran mit Abstand auch in der letzten Season, im letzten Spiel, eine Bombenpace hatte und wirklich die WM weggeschmissen hat wegen Konstanz. Wir wissen ja, Australien, da war kein Eyedrop da. Da war der Demon derjenige, der ihn herausgefordert hat, und Demon war nicht mal ansatzweise auf Ferrans Pace. Wir haben es gesehen, er hat das Rennen dominiert in Melbourne, P1 ganz locker. Und das war ein Doppelsieg für Red Bull. Dann kam schon ab Bahrain Eyedrop. Ferran hatte ein schlechtes Rennen, wurde von Philipp Kahle gedreht. Gut, das kann passieren. Dann hatten wir die nächsten paar Rennen und da hat man gesehen, dass Ferran mit diesem Druck nicht umgehen kann. Und gerade da ist die Pace bei ihm top, aber die Konstanz fehlt einfach. Und ich finde, mittlerweile kann man sagen, es ist einfach klar, Pech ist immer dabei, das kann mal ganz schnell passieren, aber man kann auch sagen, es fehlt die Konstanz. Die ist einfach nicht vorhanden. Aber jetzt haben wir mal einen schönen Fight, jetzt wo du gerade darüber redest, dass die Pace da ist. Der hat in einer Runde 2 Sekunden auf Brian aufgeholt und klebt ihn jetzt am Getriebe. Ja, die haben auch Macht eine jetzt den kleine Heckflügel flach, Fahrgeschichte. geht außen rum in die erste Kurve. Nein, nein, bitte Ui, nicht. das war Vorsichtig knapp. miteinander umgehen. Und Brian ist mit den Heckflügel Sehr schön. Sehr schön. dran, aber schön gemacht von fern, ja. So, Sah Mirko, gut nee, aus. Malik macht eine Sekunde pro Runde. Dann schreibt Malik einfach zu OP. Ja, Malik Liga 0. Spaß. Also Malik legt da eine Bombenpace. Ja, Das ist. guck mal, der dominiert das Rennen. Also, wenn der keinen Fehler macht, macht er heute eine Verstappen-Performance. So, Jones in der Box. Phoenix muss reagieren. Ja. Aber Ninjko doch auch unkonstant und langsamer als Fern. Also, wieso ist er L2? Ja, weil, kann ich dir sagen, weil der gute Fern wahrscheinlich auch Liga 1 kommt. Heute ist Teambesprechung, darüber wird gesprochen. Dann haben sie wenigstens was gemeinsam in Liga 1. So, ja, Phoenix fährt jetzt erstmal, ne, 2 Sekunden Abstand, ganz klar schneller als der Teammate, aber wird pitten. Malik muss bald Was? in die Box wegen Chocolate. Ja, der muss doch pitten, der Phoenix. Ach so, ja. Was hast du denn verstanden? FSK 18. Ach, Hinten hat okay, sich, ja. das gibt's nicht. Jo Ja, Jonas hat sich Jonas. gedreht. Ja. Ich weiß, was du Flagge. gedacht hast. Nicht Flügel Peser. angehauen. Ja. Ja, ist gut. Ja. So, mal gucken. Phoenix muss reagieren. Also, mal schauen. Das Problem ist, was macht er mit seinem Teammate? Wenn Evo jetzt auch reingeht, er muss auch sogar rein, weil er verliert Zeit. Auf Jonas. Nee, Jones, sorry. Jetzt verwirrt mich das Ganze hier ein bisschen, ne? So, Phoenix Phoenix. kommt, Ja, Phoenix ja, kommt. ja. Okay, und Jones bleibt an der Runde. Evo Patricks fährt auch noch. Ein Und Drop, drei 3 Sekunden Sekunden. weg. Ah, nicht ideal, nicht ideal. Aber das Rennen geht noch lang, also da kann jeder mithalten. Ja, und So, jetzt guck mal, Chalky? Chocolate. Ja. Die haben 5 Sekunden aufgeholt in 5 oder 4 Runden. Ja, die Reifen, ne? Der Vorteil ist immens. So, Knight meinte gerade auch, Malik muss bald rein wegen Chocolate. Ja, auf jeden Fall. Brian auch Auf 3 jeden Sekunden Fall. und die sind beide auch an Jones vorbei und zwar um Welten. Ja, 6 Sekunden, da sieht man's. Aber man darf nicht vergessen, Boah, Malik hat einen aber Riesenvorteil. gucken wir mal auf Chocolate. Ich glaube, ne? Wenn Malik das jetzt noch länger zieht, überholt Chocolate ihn. Ganz In Liga knapp, aber 2 wird denke er. ich, ist ein DM-Kunst zwischen Tomatensuppe. Also ganz ehrlich, bei aller Liebe an Sonic, ich habe nicht ein einziges Rennen von Sonic gesehen in Liga 2. Ich war nur einmal im Krankenhaus in Baku, da war ich nicht anwesend, da hat er gewonnen. Nee, das war ein Jeddah sogar, aber sonst habe ich ihn wirklich nicht einmal fahren sehen. Da sieht man's, ne? Brian kämpft gestern um Sieg und heute PC, da sieht man, Liga 1 ist einfach eine andere Welt. In Baku. In Baku war das, ne? Okay. So, Ivo reagiert auch. Er wird aber jetzt natürlich sehr viel verloren haben auf Jones. Jones übrigens vor Phoenix. Also, Strategie bei Ferrari gut gewesen, ausnahmsweise. Super, ich habe auch eine super Quote. Ich hätte Ja. Baku gewinnen können und gestern theoretisch auch. Ja. Das ist nicht so schön. So, da sieht man, der Undercut, boah, der ist um Welten weg, der Evo. Also, der war gerade, glaube ich, im DRS von Jones. Kommt jetzt erst raus, wir gucken mal auf den Abstand. Oh, 4 Sekunden. Jones auch vor Phoenix. Eine Runde, Luki, und er hat 4,3 Sekunden verloren. Wenn wir es genau wissen wollen, 2,136.
So, Eyedrop und Chocolate Paper mit einer Bombenstrategie bisher. Malik kackt rein, er muss Ja, rein. Ja, Malik würden jetzt muss. an Malik vorbei. 20 Sekunden Abstand ist das, ne? Und überleg mal, ich glaube, Malik würde so vor Eyedrop bleiben, aber die werden ja immer schlechter, die Reifen von ihm. Er chocolate wirklich, ne? Richtung Siegeskurs. In der NODL hat er Monaco gewonnen. Und er kann Monaco einfach. Das liegt ihm im Blut. Also er kann die Strecke, er kann mit diesen neuen Autos fahren. Und er bringt diesen, er nimmt ihn den blauen Flitzer ans Limit, den Williams hier. Ja, jetzt wo du sagst, Chocolate hat NODL gewonnen und Knight hat sich NODL auch den F gehauen. Der Neid ist im Chat hier, macht er nicht so runter. Alles gut, Knight, alles sportlich, du weißt. Bin großer So, Supporter. aber jetzt ist Jones dran, ne? Also jetzt merkt man die Reifen, ne? Das meinte ich, Overcut. Ja, und Jonas ist bei NoName Tobi dran. Jetzt im Tunnel, wenn er Nonem da ein bisschen Tobi. used, Ja, wird da er geht's um vorbeikommen. Punkte. Da geht's um Punkte. Yellow Flag, das ist ja nicht so besonders, weil das keine wirkliche gelbe Flagge war. Digga, der Junge, ne? Malik, was machst du, Bruder? Ja, Malik will nicht, also der will nicht. Er verliert aber nicht wirklich Zeit. Der Abstand ist halt wirklich konstant auf 19,5, 19,6. Ja, wegfahren auch. Es ist so. Ich weiß nicht. Er gaint schon. Ja, jetzt gaint er wirklich, ne? Er gaint schon, aber irgendwie auch nicht. Ja, jetzt hat er 5 Zehntel mal kurz nebenbei gut gemacht, also. Oh, und Jonas schießt ihn ab! Oh Oh, beide! Gott, oh Gott, oh Gott. Jonas dive vom Turn 1 und schiebt noch einen Tobi in die Wand. Ja, das macht's jetzt nicht besser. Jetzt haben wir Schaden. Ne? Ich hätte ihn Flügel weg von beinahe einen Tobi. Safety herausgeholt. Aber das von Jonas, das war. Nee, der hat ihn in die Wand gedrückt. Muss nicht sein. Was ist denn der Brexit? Brexits in Monaco. Gelb. Nein, 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 ein Drop! Was ist passiert? Hat sich Oh. gedreht, Flügel weg! Flügel fehlt auf der linken Seite, also die Klappe, die Endplate. Oh Gott. Schade, schade, schade. Also, es sah doch so gut aus. Jones, Phoenix kämpfen. Hä, aber das war irgendwie sah leicht aus. Oh, sorry. Da fehlt eine Flügelklappe bei Jones. Nein. Da fehlt eine Klappe bei Jones. Oh Gott, was machen die denn da heute? Das war jetzt nicht nice. Die Konstanz! Was ist denn los bei Liga 1 Ei, heute? Chocolate Flashbang. Ich sehe nichts, was Chocolate ist, alles weiß ich on board. Na, bei mir geht's. Da Jetzt. sieht man die ganz schönen Yachten hier. Virtuelles Safety Car. Warum gibt es ein virtuelles Safety Oh, Car? das ist gut für Malik. Das ist richtig gut. Malik ist an der Box Für vorbei. Chocolate auch, Malik oder? ist an der Box vorbei. Oh Wenn Chocolate jetzt nein! losgeht auf die Mediums und Aber kann er durch? Kann er ja. durch? Nee, kann er Die nicht. Mediums jetzt kriegt er Nee, nee, durch. nee, Doch. das kriegt er nicht. Oder? Hundertprozentig. Die Mediums kriegt er durch. Das sind über 30 Oh nein, Runden. Chocolate hat einen Bock! Er Oh! steht hinter den aufgegebenen Benz! Das gibt's Oh nicht! nein! Ach, Es EA! geht schon wieder los. Ich hab es gestern angesprochen, Monaco und seine Bugs. Das war's. Chocolate auch weg vom Sieg. Der wurde aufgehalten. 20 Sekunden. Oh nein, also ganz ehrlich, ne? Das war's. Chocolate weg vom Sieg. Also, Der aufgegebene Benz blockiert alles. 20 Sekunden weg. er ist noch auf Podiumkurs, das ist klar. Phoenix und Ivo. Oh, aber das ist eigentlich schon Oh, nee, wieder. Digga, hör mir auf. Das ist bitter. Er wird frustriert sein, das ist keine Frage. Ich weiß jetzt nicht, was man da macht, weil das ist eigentlich Ey, ich würde schon mich schämen. heftig. Ich würde mich schämen als EA-Mitarbeiter, wirklich. Also, wenn. Ich weiß, dass der Besitzer von EA viel Geld hat, aber ich würde mich schämen als EA-Besitzer, ehrlich. Aber jetzt mal die andere Frage. Läuft das Rennen jetzt normal weiter? Weil das Ja, hat ja. das Ja, Rennen da kannst kaputt du nichts. Das ist gemacht. scheiße für ihn, aber da kannst du jetzt nichts machen. Da kannst du nichts machen, egal wie bitter es ist. Malik geht rein, das ist jetzt ja seine Rettung, ne? Freestop, das war's. Ich glaube, der ist durch. Der wird das Ding gewinnen. Ja, das wird jetzt. Es Das ist warte mal. jetzt. Es sei denn, nee, der fährt jetzt aus der Box. Nee, Das nee, nee, ist. der Phoenix wird auch nicht, nichts machen können. Also, Der kriegt das durch. das hat seinen Arsch gerettet gerade. Das hat ihn komplett gerettet. So jetzt. Malik schlägt an der Innenwand. Aber alles An der dran. Box aber alles dran. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich war drauf. Zweimal Glück für Malik. 19 Runden, doch du hast recht, die kommen durch mit Medium, ne? Hart erst recht.
Ja, Das und gibt's nicht, Chocolate dass ist sowas sogar das Rennen runter vom kaputt Podium, macht. ne? Er ist runter vom Podium. Also er muss sogar an Ivo vorbei erstmal 16 Sekunden aufholen. Ah, oh, Das Gott, oh kriegt er nicht Gott. durch. Nee, nee. Darf jetzt auch seine Medium nicht ganz so beanspruchen, ne? Er muss ja immer noch durchkommen. Aber ich 19 sag ja, Runden, ne? ich kann nicht sein, dass diese Strecke seit 3 Formel 1 Spiels verbuggt ist. Ja, das weiß ich noch. Damals DLF wurde ja auch abgesagt in Monaco wegen Bugs. Zweimal abgesagt, zwei Rennen, zweimal abgesagt. Ja, und sie haben es auch nicht in den Griff bekommen. Nein, Chocolate ist nicht jemand, der schreit. Ich weiß schon, was er gesagt hat. Ich auch. Nein, der ist nicht so der Schreier-Typ. Der ist jetzt. Der wird einfach gleich offline gehen und Rainbow spielen. Wird es für 10 Minuten interessieren und dann war's das schon wieder. Nee, Aber es ist halt trotzdem. der wollte es unbedingt gewinnen. Ich Aber habe er mit Chocolate will, vorher also, gesprochen. ganz ehrlich, er wäre vor Malek. Sogar mit dem virtuellen jetzt wäre es so ein Free-Stop gewesen. Ja, das ist halt einfach zum Vergessen. So, P8 ist übrigens überrundet, das ist Luis, ne? Man sieht den ja ganz schön hier im Hintergrund. Ja, Phoenix nach zwei Seasons gerade auf Podiumkurs, ne? Also der muss jetzt einfach konstant weiterfahren, vor seinem Teammate bleiben und dann passt das. Man sieht auch die Reifen von Chocolate, so viel gaint er gar nicht mit seinem Medium. Also es ist eigentlich sogar komplett ausgeglichen. Und Fern bekommt schon wieder einen neuen Flügel. Ja, Gott, oh Gott. Dritter jetzt. Also Fern hat auch seine Schwierigkeiten heute. Ich glaube, Benz kann sich danach einen Finanzberater suchen, nach dem Rennen. Ja, das sind halt immer dieselben, ne? Und Flying Lewis steht. Oh, es war knapp mit T-Bock. Das war knapp. So, Malek hat jetzt, ja, entspannt, Free Air. 18, etwa 17 Runden noch vor sich und viel falsch machen kann er nicht. Also wenn er das wegwirft, dann. Wird sich jemand im Chat die Haare raufen? Ja. So, da kommt der nächste Überrundete, das ist Luis. Luis, ja, das wird Luis sein. Habe ich Luis nicht schon gerade eben gesehen hinter Malek? Ne, das war Brian, glaube ich, ne? Ne, das ist T-Bock, Brian T-Bock, ist noch T-Bock. vorne. Ja, T-Bock wird das sein. Ja. Was soll man viel dazu sagen, ne? An sich wird das jetzt ein etwas langweiligeres Rennen, weil hier sieht man ja die Abstände. Aber man kann ja hoffen, dass da noch mal was passieren kann. Ja, aber das ist wirklich. Ich finde es von EA halt wirklich frech. Ja, irgendwann reicht's ja, ne? Mir tut Chocolate jetzt wirklich leid. Also, das ist wirklich. Aber ganz ehrlich, das waren jegliche Siegeschancen. So geil, man. Also geil, eigentlich mal und DNF, beziehungsweise ich werde nicht überholt und Malek holt Fahrer-WM und K-WM. Ja, geil, weiß ich nicht, ob dich das freut, wenn ein Teammate vor dir ist in der WM. Also klar, K-WM geht vor. Ist wahrscheinlich für Red Bull, für Mirko, für dich auch als Co-CEO, aber ich denke, du würdest es schon fühlen, wenn du in der WM vorne wärst. Aber lieber der Teammate als, weißt du, ein Gegner, ich verstehe dich schon irgendwie. So, da kommt die Überrundung von Evo Patricks. Muss eigentlich nicht viel machen, weil er ist sowieso geghostet. Also ich hoffe, dass ich meinen Teamkollege jetzt den nächsten schlage. Ja, hoffe ich auch. Ja, aber ist ja eigentlich immer so. Ich bin vorne. Ach, du bleibst vorne, okay. Ich werde nicht. Ach, okay, ich habe das nicht gelesen. Ich meine Punkte für ihn und Team. Ja, okay, gut, gut, gut. Alles easy. Ich habe auch gehört, Knight, du sagst gestern, du bist ein Symbol für Frieden, aber hast gestern wieder versucht, Fitner bei mir zu machen. Du hättest mir gestern wieder fast einen Sieg gekostet, mein Lieber. Hätte Brian keine zwei zusätzliche Warnings geholt, hättest du mich flachgelegt. Ja, also dann wird's krachen. Ja, Rennen ist auf jeden Fall spannend. Fern knallt die schnellste Runde nochmal in Asphalt. Ja, hat er gestern auch. Aber ja, Abstände alle fast über 5 Sekunden, ne? Naja, Das Evo ist. gains so ein bisschen auf Phoenix ist jetzt gleich in DRS, aber naja, ob Brian du ist da. rausgeflogen, da fährt nur noch der Geist. Ne, jetzt fährt er wieder. Ja. Weiß nicht, ne? Monaco jetzt so. Ich habe ein Ja. bisschen mehr Spannung erhofft, aber das ist jetzt wirklich langweilig. Ich glaube, Liga 2 war. Ich weiß, war Liga 2 spannender? Chat, ich weiß nicht, ich hab's Schon, gestern ja. gesehen. Die ersten 5 waren ja die letzten 10 Runden irgendwie um weniger als 2 Sekunden zusammen. Ja, ich meine, der Teilheit war ja der Rennsieger an sich, ja, ne? Aber so, Ganz klar. das Rennen allgemein habe ich nicht ganz mitbekommen.
Alter, bist jetzt Sechster, ne? Ja, da wird auch nicht mehr Ja, viel passieren. und mir fällt gerade auf, dass Evo Patrick ziemlich an Phoenix drückt. Ja, meine ich ja, aber du hast dich vergessen, Evo blinkt, ne? Ah, nicht mehr, nicht mehr, aber Phoenix hat halt 30% mehr, das sagt schon was aus. Aber der ist wirklich, Ja, der und will es jetzt jetzt wechseln sie machen. Position. Ja, ganz fair. Ohne sich auszusprechen. Ich glaube, Phoenix wollte einfach fair sein. Oder nichts riskieren. Ja, jetzt sieht auch Phoenix, dass der Teammate blinkt. Nee, aber warte mal, ich frage mich gerade an, hat Phoenix Schaden? Guck mal, der kann gar nicht mehr folgen. Der verliert da 5 Oh Zehntel pro ja. Sektor. Nee, aber scheint alles dran zu sein. Wahrscheinlich so ein gelber Schaden, wenn überhaupt, wie bei mir, ne? Gestern, also gestern bin ich ja auch 20 Runden mit linken Schaden gefahren. Unser Der Auto war ist auch Rocket gelb. Chip. Ja. Ja, wenn der Fahrer Todlangweiliges es kann, Rennen. ne? Leider ja, Knight, leider ja. Kann man nichts machen. Ist das hier eine Mercedes Eiergelecke? Crazy. Wovon redest du denn hier, du Hampelmann? Wer hat das geschrieben? Affenleon, ja, redet auch wie so ein Affe. Calm down, Partner. Ich werfe Luki, was? Ich werfe Luki aus dem Mercedes. Das hat Krasone gesagt, Luki. Oha, ja, warum? Was habe ich gemacht? So, Haben nächste wir was Überrundung für getan? Phoenix. Yellow Flag? Ja, es ist die Überrundung. Bring ein Wort ins Commentary rein. Was für ein Wort soll ich reinbringen? Ach, du bist don't be sad. Warum heißt du Affen-Leon, Digga? Scheiße. Okay. Ich finde, Lucky, du darfst einfach zu Red Bull. Geh einfach zu Red Bull nächste Season. Weil, weißt du, ich werf dich einfach aus den Benz. Okay, perfekt, dann schreibe ich mir an. Schreib Mirko an. Dann passt das. Dann sind wir quitt und dann machen wir das. Jo, sehr gut, kriegen wir hin. Ja. Krieg vielleicht nochmal einen vernünftigen Ah, Teammate wirklich, zugeteilt. Mirko, du bist so ein richtiger Fitnessstifter, ne? Weißt du, was er gemacht hat? Der hat diese Subpunkte eingesetzt und hat gesagt, ich soll das sagen, was ich gerade gesagt Ne, habe. mit dir rede ich nicht mehr. Hey, Mirko, Digga, du bist ein Wichser, wirklich. Das war's. Scheiße. Guck, was sie gemacht haben. In Miami gehen deine beiden Flügel flöten diesmal. Boah, scheiße, Digga. Das hat ein Nachspiel, Mirko. So, Jones ist mittlerweile an Chucky dran. Also, ja, Chocolate hat, glaube ich, auch die Schnauze voll. Der ist fix und fertig heute. Renzi komplett, also, geklaut, weil jemand retired hat auch noch. Also, ich finde halt, ja. So, Jones voll ganz gut. Macht das nicht schlecht gerade. Mirko hat ja keine Ahnung, was er macht. 2 kW. Ja, Mirko hat ja keine Ahnung, was er macht. Er wirft 2 kW ins Wasser, ne? In einem Wochenende. Ja, das ist wirklich krass. Also, ihr merkt halt wirklich mal, dass die Benz Teamchefs einfach die besseren Qualitäten haben. Ganz klar, also Red Bull, ne? Ja, das ist wirklich krass, ja. Die waren halt mit 30 Punkten Abstand und haben es halt komplett, ja, flöten In lassen. Sand gesetzt. Ja. Typical Masterclass. Die KWM haben Urlaub gemacht bei Red Bull. Nein, Mirko, alles gut, alles Alles gut. sportlich. Erstmal NODL habe ich Einarbeitungsphase bei dir. Das muss ich jetzt sagen, Mirko, ne? Weißt du Bescheid? Alles sportlich, mein Lieber. So, Jones, 3 Zehntel, also der drückt. Oh, der will jetzt schon, aber. Das wäre riskant gewesen. Hängt fast mit seinem Hinterreifen fest. Deshalb hat er da ein bisschen die Lenkung aufmachen müssen. Eieiei. Ja, was sagt er mir? Ist die Qualität besser als bei Phoenix? Aber bei Phoenix ruckelt es immer noch so ein bisschen. Oder sagt er, es sieht gleich aus? Der wird zum Monte ein bisschen ignorieren, dann kommt mir morgen L3 Monaco Last Man Standing. Oh ja, also Liga 3 wird wirklich ein Last Man Standing hier.
So, was sagt dann eigentlich so zu deiner finanziellen Lage gerade so? Ja, ich bin aufgehoben und ich bedanke mich für die Bits. Was? Achso, du Das war meinst, mal wichtig. Wie ist deine finanzielle Lage? ich bin abgehoben und bedanke mich nicht für die Bits. Ja, siehst du mal, schämst dich ja nicht. Ich brauche das gar nicht. Achso. Deshalb Na bedanke ich dann. mich auch nicht. Okay. Sind Bits diese Dinger hier, diese Dreiecke? 1, 1, 1, 1. Genau die, wo Kasune ich gefühlt schon 100 Stück Ach, reingeworfen haben. okay. Dann bedanke ich mich dafür. Ne, ich dachte nur, das sind diese Bergziegespender. Der ist ja immer noch hier auf 1. Jo, kannst du mir mal ein Überraschungseins eigentlich mal zuschicken? Ja, Digga, du hast mir heute die Adresse gegeben. Komm runter. Das dauert noch mal die. Also Mit danke den für die Bits ganzen. von jedem. Ja, Also, kein wir müssen Problem. eigentlich gar nicht. Ich bin so abgehoben, ich müsste eigentlich gar nicht mit euch reden. Bin zu gut für euch. Einfach nicht Ja, mehr zuschauen. ich meine, wer Red Bull 2K wärmst dann am Wochenende nimmt. Ja, Digga. Don't be sad, cleart die beiden Mercedes-Kids nächstes Rennen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Der Mimerari-Teamchef macht Stress im Chat. Würde ich mir nicht gefallen lassen, Don't be sad, aber. Wir müssen ein bisschen Spaß haben hier im Chat, ne? Ein bisschen Unterhaltung, Männer, alles sportlich, weil ihr seht ja, das Rennen ist nicht so entertaining heute. Ja, ich bin mal gespannt, von wann von Don't Be Sad überhaupt Dings da hier. Das TikTok kommt zu How to Go Every Race DNF Guide. Habe ich ihn gestern darum gebeten, dass er es hochlädt. Bin gespannt, wann das macht. Ja, die machen Urlaub, keine Ahnung, Digga. Kann ich hier nichts zu sagen. Haben auf jeden Fall meinen Respekt verloren und fertig. Andrew ist der Einzige, also ich finde Marlon ist der einzige Vernünftige und Andrew auch, weil Andrew fährt nicht, weil er nicht kann, ist in Polen, muss sein Auto abholen, ist nächste Woche wieder dabei. Ja, die einzigen, die meinen Respekt haben. Die anderen sagen mir, ja, ich ziehe durch, was ich anfange und komme nicht. Also ich weiß gar nicht, wovon der Clown redet. Gehe nie DNF. Ich kann das nicht mehr, echt. Ich müsste selber in ein Cockpit einsteigen und einfach Verstappen raushauen, Digga. Es geht nicht mehr. Digga, der Jeep überrundet dich zweimal, bevor du blinzelst. Das wird wohl sein, ja, das stimmt. Gestern Punkte, letztes Rennen P2 und Luki sitzt im Mercedes, aber fährt wie ein Ersatzfahrer. Du warst doch gar nicht. Ge Warst du gestern Zweiter? Nein, du warst doch nicht Zweiter. Brian war Zweiter. Also jetzt mal bei aller Liebe, Mirko, ne? Wenn du Luki ins Admin-Team so holst, ne, dann weiß ich auch nicht weiter. Nein, lass mich. Ey, Mirko hat mir für einen Tag die Serverrolle gegeben, als Serverleiter. Ich habe nur gute Sachen gemacht. Jedem das Neid macht sein. Kracht, schreibt Luki im Admin-Team. Neid war der, der mich aus Belustigung bannt. Wie wird es, wenn wir zuerst noch. Neid bannt alles weg, ja. Ich gucke einfach auf NODL, ich habe nichts gemacht, ich habe einen Wochentimeout, Digga, einfach Neid. Ja, gestern hat Zuleis das gemacht. Lucky macht Aber das davor, bestimmt eine Woche nicht. früher, warst du das? Ich frage Mirko, wer mich getimeoutet hat, er sagt, Neid hat manchmal langweilig. Ja, ah, super. Ja, und Jones klebt dann Schokolade dran. Ja, das ist schon Müssen seit 10 Mediums Runden und so, einbrechen. ne? Also. Danke, Kasuna, einer, der mich beliebt. Neid macht Krach, Digga, genauso wie hier in Monaco. Zweimal den F. Zwei Sessions. Spaß, nein, ich will nicht nochmal nachtreten, Neid. Alles sportlich. Ja, wir haben halt kein DRS-Train hier, ne? Also, ja. Guck mal die Streckenkarte an, überall ist ein Auto. Ja, das ist halt so ein Alleinerfahren gefühlt. Ja. Das Einzige, was hier passieren kann, ist halt ein Überholmanöver, wenn überhaupt, ne? Lucky, wie war die letzte Woche eigentlich? Fragezeichen. Oh, jetzt vielleicht attackieren? Ne, das hört nichts. DLF, Nein, ML, bitte, nein, DSL. nein, alles gut, alles gut. DNF, DNF, Scheiße. Wo steht denn da DNF? Da steht Nö, DLF, MRL und GFL.
Ich glaube, es war in der DLF, hast du, glaube ich, habe ich heute nachgeschaut, hast du keinen Punkt mehr. Stallo! Stallo! ML, 20 Sekunden. Hallo! Reicht doch! Okay, ja, sorry, Digga, ich sag keiner. In der ML wurde ich abgeschossen, das kannst du sowieso vergessen. Ich habe 10 Sekunden bekommen, weil mich einer abschießt, ist auch egal. In der GFL, ja, müssen wir nicht drüber reden. Und DLF bin ich in dieser schnellen Rechtskurve in Brasilien abgeflogen. Ich weiß aber nicht warum. Das gleiche ist ja wie NODL gefahren, da bin ich nicht abgeflogen. Was man sagen kann, Jones jetzt natürlich seit fast 10 Runden hinterher. Also Nachteil hierbei ist auch, dass er in der Dirty herumfährt. Hier vor allem in solchen Kurven nicht ideal. Nein, Möchte man Acker. nicht haben. Ja, an sich ja, also wie gesagt. Oh, Jones geht rein! Was hat er gemacht? Hat er Schaden? Ich glaube, der ist kurz Ja, eingeschlagen. Er hat Flügel Schaden. weg. Ich hab's gehört. Ich hab's nicht ge gesehen, aber gehört habe ich's. Geht auf Boom. Soft. Rennen auch vergessen hier, glaube ich. Jetzt kommt iDrop Aber wahrscheinlich vorbei. Ja, der wird Punkte sind noch vorbeikommen. drin. Punkte sind Punkte drin. sind drin, ja, aber für iDrop jetzt das Beste, weil hinten ist einer Und eingeschlagen. Ich hab's hinten Luis! gesehen! Luis, der steht. Und es gibt ein virtuelles. Oh Gott, also das rettet jetzt wieder irgendwie. Ah, ne, tut's nicht. Rettet das Jones irgendwie? Nee, ne? Ah, doch, Ja, Jones kommt. wobei. Jones bleibt. Nein, nein, jetzt ist die Frage, bleibt Ja. er bleibt davor. Ja, er hat jetzt Soft. Ja, und der kann auf jeden Fall aufschießen auf Fern. iDrop Aber könnte damit iDrop Platz glaube ich 5 nicht, sicher ne. haben. Ja, glaube ich auch. Als Teamchef Meinung zur Ferrari Akademie insgesamt. Die Teamchefs haben ihre Rookie Season. Ja, ich finde an sich ja ein gutes Grid aufgestellt. Das habe ich den Ferrari Teamchef selber schon gesagt. Also ich kritisiere nur ein paar Kleinigkeiten. Aber ansonsten finde ich, haben sie für ihre Rookie Season, ne, beim ganzen Admin-Team eigentlich ganz gut gemeistert. Es sind halt nur kleine Sachen, die man, finde ich, nicht machen sollte. Aber darüber hat man geredet und das passt schon. Also ganz stark gemacht, ganz toll gemacht. Ja, und beschweren kann man sich da nicht. Also, ne? Gutes Grid. Heute sieht es einfach nicht gut aus. Einmal einen schlechten Tag erwischt, aber das heißt nichts. Nach meiner ehrlichen Meinung wäre ich hier getimed aus. Mirko ist am Kochen. Oh, Ja, Jockey welch? Box, Jockey Box. Auch auf Soft. Ja, aber hat genug Abstand, ganz ruhig, hat genug Abstand. Das Ferrari einfach passt. PSG LF1 Fahrer in L1. Ne? Schlau von Schockler auf jeden Fall, kann ich die schnell zurück noch mal mitnehmen und iDrop, denke ich, wird da jetzt nicht angreifen. Ferrari einfach PSG LF1 Fahrer in L1 und L2 gesteckt. Luis 5 Sekunden, der wird aufgeben. Brian 3 Sekunden Jim. noch mal. Spesselmann, alles sportlich. So, ja, Chucky hat jetzt nochmal einen guten Riecher gehabt, aber gut, 5 Runden haben wir vor uns. Da wird er sowieso niemals reinkommen. Wollte einfach einen Safe Stop haben, gut ist. Luis hat aufgegeben, ja. Malik, 11 Sekunden Abstand. Berechnet man die Strafe mit, sind es über 11 Sekunden dann gegen Ende. Eine Dominanz, würde ich sagen, an sich, ja, ne, also. Ich finde Evo eigentlich so Box, Evo Suppe. Box, was ist denn da schon wie? Oh Gott, ja, Schaden scheint es nicht zu sein. Da ist ja alles Durchfahrtsstrafe, gut. Durchfahrtsstrafe, glaube ich. Ja, der ist nicht mal reingebogen. Ja, scheint so, da ist ja alles super. Bleibt dann auf 3 und Ja, Phoenix auf ja. 2. Ja, das ist das Gute für Phoenix jetzt, ne? Ja. Fahr paar Runden onboard Malik, sagt Knight. Paar Runden Onboard Malik, ja, das machen wir. Meine Onboard ist jetzt meine persönliche Onboard leider, aber. Wird schon nicht schaden, ne? Wollen wir Malik ein bisschen loben, Luki? Damit Ja, Phoenix gewinnt. Ja, also ich Malik. finde ja, Malik macht das super hier. Ja, Fährt dominant wundervoll. ohne Fehler. Super Rennen von ihnen. Ja, schau mal, da geht er auch. Ja, nicht ganz ans Limit, aber er macht das ausreichend. Also hat jetzt durch den virtuellen nochmal einiges gegaint. Das waren 10 Sekunden, jetzt sind es 14. Der fährt hier super dominant, der macht das top und wird das Rennen sehr wahrscheinlich gewinnen. Ja, super Performance. Endlich ein Auto von einer guten Akademie hier im C. Ach, Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße hier. Willst du ein schönes Auto sehen? Ich zeig dir ein schönes Auto. Hier. Da. Ja, und da steht noch ein schönes Auto, T-Bock, der einschlägt. Oh, ja. Oh Gott, da war er geghostet. Du Scheiße, der war einfach Weil so. Fern reingefahren ist, aber. Ich hab mich voll erschrocken, Digga. Ich kann sich Scheiß. auch so losschreien. Was ist denn mit dir?
Ja, Ferhat ist reingefahren, aber er wurde zum Glück geghostet. Scheiße. Ich dachte, er Simon brettert scheiß rein. Hafenschikane, DNF, Digga, du scheiß Ah, das letzte. Ach, warte, warte. kann das mal bitte wegklippen? Ich Junge, heb Junge. ab, nix hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen wie ein Astronaut. Meine Nachricht an die Zitat Ende. GFL. Zitat Ende. T-Bock ist auch Ende. Retired hier, gibt auf. Verlässt dann das Nee, der ist Auto. gerade. Bro, der ist gerade Ja, DNF zerlegt, gegangen. ja, meine ich, er geht raus. Ja. So, 14 Sekunden, ne? Malik vorne, ganz entspannt. Phoenix jetzt nochmal Glück gehabt durch die Durchfahrtsstrafe vom Teammate. Kriegt er diese paar Punkte zusätzlich? Das sind 3 Punkte, glaube ich, ne? Zwischen Guck 2 mal und bitte, 3. die Teammates sind einfach 12 Sekunden auseinander. Oh, Jones an Adrop vorbei. Ja, Ei, und der ui! drückt ihn in die Hafenschikane fast. Ah, Das wird Adrop Gott. sich nicht gefallen. Ach, der Jones wird soft. Aber das war zu viel. Eieiei. L2, L3 wahrscheinlich 2, ja, da stimme ich zu. Ja, das wird er einschicken. Also es war ein bisschen mit Brechstangen, aber klar, er ist auf Soft, er ist auf schnelleren Reifen. Fern drückt übrigens auch. Ob der da angreift, weiß ich nicht. Ich glaube, Liga 1-Fahrer geht so ein bisschen vor. Bitte L3 morgen einfach Österreich oder so. Nee, 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 das wird hier schön hier zu Ende fahren. Das schafft ihr. Das schafft ihr. Ja, sie braucht Jones direkt weg von Aljob. Ja, klar, mit dem Soft ist das ganz entspannt. So, wir gehen wieder ein bisschen onboard. Oder wir bleiben mal hier außerhalb. Sieht schön aus. Onboard gefällt mir nicht so. Bisschen auf Malik hier. Eigentlich können wir das Inter ich meine, ohne Spaß, wir können das Interview mit den ersten drei jetzt schon machen, so viel Vorsprung wie die haben. Ja, das ist schon fast klar, aber man darf halt nicht vergessen, wir fahren immer noch hier in Monaco, ne? Also, da kann es gerne mal krachen. Kommt drauf an, wie fair gefahren wird. L3 und Fairness, ja. Ja, da fährt er in Karamandemir mit. Der ist nicht so ganz fair. Da wäre ich vorsichtig. Einfach vorne Schüsse gegen wegfahren. die Red Bull Akademie schon wieder. Nein, nicht gegen Red Bull. Gegen einen. Mit dem an Top Monaco L1. Ja. Seid ihr ja nicht immer an Top, ne? So einmal gönne ich es euch. Also ich sag dir ehrlich, ich fand das Liga 2-Rennen gestern ein bisschen schöner als das von Liga 1. Ja. Das D-Menü, ja, komm. Was sagst du dazu, Luki? Wozu? Zu dem, was Mirko sagt. Was hat er denn gesagt? Lass dem hier in Ruhe. Ich möchte meinen Kommentatorjob nicht verlieren. Alles sportlich. So, Malik fährt über die Stadt Ziel. Eine ganze Runde hat er noch vor sich. Da bleiben wir einfach auf die Onboard, weil viel wird sich nicht tun. Chocolate ist aber gerade, wie ich sehe, komischerweise, okay, wir gehen wieder zurück an Mal Evo dran. Ich glaube, Evo hat Schaden. Oh, er wird angeschubst. Angeschubst wird er. Oh, ja, er wird wirklich angeschubst. Oh ja. Ja, jetzt gibt's DRS. Jetzt wird er usen. Ja, der wird kommen. Nimmt die Außenseite. Oh. Will das Podium haben. Das ist das Beste, was er aus dem Rennen machen kann. Oh, Aljob jetzt innen rein in der schnellen Links. Schafft das? Nee, zieh doch mal Das ist zurück. Chocolate. Ach, das ist Jockey. Ja. Der wird da irgendwo reinstechen. 100%. Hier kann er. Ja, hier. Wenn er ein bisschen dived, ja, und er macht es! Geht Oh, rein. passiert! Oh, Flügel Oh! angeschlagen. Gott, es geht um ein Podium, das darf man nicht vergessen, ne? Ja, So, gut. Chocolate, guck mal, ich schub's ihn an. Der hat keinen Ja, Bock ich glaube mehr. gleich Hafenschikane. Wenn er jetzt einen guten Ausgang bekommt, Schottel kann er in der Hafenschikane noch reingehen. Und gelb, Jones Jones ist ist raus. raus! Und damit Aljob auf 5. Ja. Aber Wo gucken wir ist erstmal, eigentlich weil Malik? Ja. Chocolate hat jetzt Blut geleckt. Der klebt hier Warte, da im warte, Diffusor Malik drin. kommt! Innen rein jetzt, Chocolate. Schafft das, geht. Verstappen ist da rein. Hat jetzt die Außenbahn. Evo Fenix 3 sogar. Schiebt Chocolate rein in die Wand. Oh Der Flügel ist Gott. weg. Das war's für ihn. Aus mit dem Podium für Chocolate. Ach Gott, auf jeden Fall wollte ich Oder er bleibt sagen. in den 3 Sekunden. Oder er bleibt. Das ist jetzt spannend. Aber ne, nein, schafft er nicht. Schafft er nicht, das ist Monaco. Ja, Malik gewinnt den großen Preis mit einem Riesenabstand. Wir konnten es gerade nicht sagen, aber ein Oh, obwohl, bisschen warte mal, Chocolate? Chocolate vielleicht? krachen. Doch, 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 Chocolate schafft's! Er schafft's, er Chocolate schafft's. hat's! Das Podium ist die für Chocolate Strafe. Paper! Das ist die Strafe dann für den Manöver gerade.
Hatte, glaube ich, noch einen Quersteher, der Evo Patrick, deshalb hat er es nicht geschafft. Ja, so, Phoenix mit einem Podium seit zwei Seasons. Ich bin Chocolate dafür, seit dieser Season, glaube ich, ne? dass die Red Bull Akademie den Schaden für den Frontflügel bezahlen muss von Schoki. Ja, finde ich auch. Aber den muss man gar nicht mal bezahlen, weil der wird gar nicht mehr verwendet. Da wird der nur bezahlt, wenn du in die Box fährst, weißt du? Ah ja, okay, gut. Ansonsten interessiert es keinen, weil du sowieso keinen neuen benutzt. Ja, Malik, also ganz klar, 17 Sekunden Abstand, der hat da wirklich, weil das war eine eigene Dominanz für sich selbst. Phoenix auf P2, top gefahren heute auch, ganz ruhig geblieben. Klassische Strategie, ohne Risiko. Und Ferhan Erdogan ist Fahrer des Tages, ja. Also würde ich anders sehen. Ich hatte der Stuhl im Hintergrund. Lass den Stuhl in Ruhe, Junge. Und da haben wir das Podium hier schön in Monaco. Malik an der Spitze kriegt auch den tollen Pokal in die Hand gedrückt, wie man sieht. Und er darf sich freuen heute in Monte Carlo. Stumm sich so Arschgesicht. So, und da haben wir die Champagner-Dusche. Das ist Adrian Newey. Mirkos bester Freund. Und daneben halt Chocolate Paper, der sich in der letzten Runde nochmal das Podium gesichert hat mit Phoenix. Phoenix hat es ein bisschen entspannter gemacht heute. Ja, toll gemacht. Wir haben hier die tolle Rennleitung. Ganzen Ergebnisse. Wir gehen nochmal hier durch. Boxenstopp. Hoffentlich kriegt Red Bull die meisten Schäden heute ab. Ne? Einmal durchgehen. Alles sportlich natürlich. Hier gehen wir auch nochmal ein bisschen durch. Zack. Soll ich die Leute für die Interview schon mal einladen? Ja, mach das. Ja, tolles Rennen. War es jetzt nicht ganz, aber wenn man hat gesehen, die Fahrer, die es drauf haben, haben gezeigt, was sie können. So, übrigens kriegt Chocky 16 Punkte, weil er mit Abstand die schnellste Runde hatte. Idop sichert sich durch Jones DNF nochmal den extra Punkt. Wie hat Jones es eigentlich geschafft in der letzten Runde? Der ist doch ohne Stress oder so gefahren. Das war doch ganz entspannt bei ihm. Kommen die hier raus? Nee, ne? 4 Sekunden noch warten. Ja. Ich glaube, Malik hat auch, wenn ich mich nicht irre, wie heißt denn das nochmal, wenn man jede Runde anführt? Grand Slam. Grand Slam, ne? Vom Qualifying bis jede Runde, glaube ich, angeführt, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja. Sollte er haben, auf jeden Fall. Ey, Digga. Wo ist der Showroom? Da. Brauche ich schnellste Runde, sonst zählt es nicht. Fern, Chucky hat die schnellste Runde. Ja, habe ich. Ich glaube, Malek wird nicht kommen, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Also Komm, entweder er ja, kommt nee, gegen wahrscheinlich. Ende oder gar nicht. Ja. Ich weiß nicht, Lucky, willst du anfangen oder? Ich überlasse dir die Interviews. Alles klar. Ja, Phoenix. Ah nee, nee, sorry, Chocolate haben wir, ne? Wow. Chocolate war auf 3. Ja, Chocolate. Du hattest eine riskante Strategie, die eigentlich ganz gut aufgegangen wäre. An sich ja ein Top-Rennen, aber dann hatten wir den Bug bei dir, der dir, glaube ich, sogar den Rennsieg weggenommen hat. Ja, wie fühlst du dich dann nochmal nach so einer Situation? Also ich sag mal so, das, was man in der anderen Party gehört hat, wie ich da beleidigt habe, ja, sehr entspannt. Ich schreibe noch eine DM dafür, weil die fixen einen Bug und dann kommt der nächste direkt wieder. Das ist ja klassisch für EA, muss ich sagen. Also 15 Sekunden da zu verlieren, finde ich auch entspannt, muss ich sagen. Ja, es war bodenlos, also ja, gut, also da kann man nichts machen. Das wäre, glaube ich, der Rennsieg gewesen, strategisch gesehen. Ja, aber im Endeffekt hast du dich nochmal ganz gut nach vorne gearbeitet. Ich glaube, Ivo hatte eine Durchfahrtsstrafe, am Ende hast du attackiert und da war eine Kollision und was ist da passiert? Ja gut, ich habe also letzte Runde, das war halt
Du weißt ja, was ich sage. All or nothing halt dazu. Ja, klar, habe ich auch gesagt. Und ich wollte Turn One. Habe ich angetäuscht, außen zu gehen. Da hat er komplett zugemacht. Also er hätte mich fast reingedrückt. Dann wollte ich nach dem Exit, Turn One, wollte ich nach rechts ziehen. Der wollte mich in die Wand reindrücken. Da habe ich es halt in der Hafenschikane versucht. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und dann ist er auf die Strecke zurückgekommen, hat mich einfach in die Wand reingesetzt. Ah ja, das haben wir so ein bisschen mitbekommen. Ja, ansonsten ein Podium. Dein Teammate hat auch ganz gute Arbeit geleistet auf P5. Wen siehst du denn nochmal eine Frage? Wen siehst du denn als Hauptkonkurrenz in der KWM? Keine Ahnung, Mann, da mache ich mir keinen Gedanken. Ich fokussiere mich auf mich selbst. Okay, gute selbstbewusste Worte. Okay, Chucky, genieß dein Podium. Ich wünsche dir nochmal ein Dankeschön. schönes restliches Wochenende. Dankeschön. Und auf nächste Woche, mein Lieber. Ja, Mann, auch süß. Auf salzig. Ja. Gehen wir rüber zum Alpin. Ja, Phoenix. Jo. Hallöchen. Ja, dein erstes Podium laut meinen Daten, glaube ich, seit zwei Seasons, oder? Ist das so? Letzte Season bin ich immer knapp dran Ja, gescheitert, das ja. weiß ich noch, ja. Aber davor, die Season, habe ich, glaube ich, eins gehabt. Ich glaube, das war Season 5, oder? Ja. Ja, genau, Belgien war das. Sonst immer ganz knapp gescheitert und jetzt wieder ganz vorne an der Spitzenposition. Ja, wir hatten ein bisschen komische Strategie, würde ich sagen, von Williams, die aber aufgehen könnte. Was hast du dir denn gedacht, als die beiden reingegangen sind? Ich weiß nicht, ich bin einfach davon ausgegangen, dass sie irgendwann bei mir hinten wieder auftauchen werden und dass ich nicht wirklich groß Chance habe zu verteidigen. Also ich bin davon ausgegangen, dass sie einfach vor mir landen werden, was ja auch so gewesen wäre ohne den Bug. Ich habe mir da nichts groß zu gedacht tatsächlich. Okay. Was war nochmal beim Teammate? War das eine Durchfahrtsstrafe oder was anderes? Weißt du das? Du bist dann nach dem Ja, Virtuellen irgendwie. der hat eine Durchfahrtsstrafe bekommen am Ende, ja. Okay, ja. Sein tolles C da raus und dann. Ja. Ja, die Season läuft ja an sich ja top bei dir, würde ich so sagen. Was denkst du, ist noch für dich drin alles, ne? Jetzt im Rest der letzten 10 Rennen. Ja, ich denke mal, dass ich das ein oder andere Podium vielleicht noch abstauben kann. Ich werde es zumindest probieren. Mit Glück. Naja, na, mal gucken, wie viele es werden. Vielleicht wird es auch keins, ich weiß nicht. Ich probiere auf jeden Fall immer mein Bestes zu geben. Ja. Okay, ja, dann habe ich, glaube ich, nichts mehr. Luki hat uns schon verlassen. Dann auch an dir ein schönes Wochenende und genieß dein Podium, mein Lieber. Dankeschön. Ja, Super gerne. Co-Kommentator. Der hat keinen Bock mehr. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich beim Stream. Ich würde dann gerne jetzt ausmachen. Danke fürs Zuschauen, auch wenn das jetzt nicht so ein spannendes Rennen war. Wir sehen uns aber hoffentlich nächste Woche bei einem etwas spannenderen Rennen in Miami. Oh Schönen nee. Feierabend. Das war